Meinungsfreiheit ist zum einen die Freiheit, etwas äußern zu können oder kritisch zu hinterfragen, ohne dafür Repressalien fürchten zu müssen. Zum anderen ist es aber auch ein Gradmesser für uns alle in unserer Gesellschaft, um selbst noch erkennen zu können, ob wir uns in einer demokratischen, liberalen Gesellschaft befinden oder bereits auf dem Weg in ein autoritäres Regime. Wenn für die Hinterfragung von öffentlichen Meinungen Gefängnisstrafen drohen, dann sind wir auf einer Linie mit Russland. Ich möchte daher die Aussagen von Sarah Wagenknecht heute genauer unter die Lupe nehmen. Ich würde Sie bitten, da dies ein extrem wichtiges Thema für uns alle ist, dieses Video möglichst zu teilen. Lassen Sie einen Daumen nach oben da, gerne einen Kommentar, dann helfen Sie uns allen, durch den YouTube-Algorithmus dieses Video möglichst an viele Leute rauszutragen. Los geht's! Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Ohne Umschweife, wir starten jetzt direkt los. Ja, ich habe diese Tage mal wieder im Grundgesetz gelesen. Da steht ja viel Gutes und Interessantes drin. Und unter anderem gibt es einen Artikel 5, der lautet folgendermaßen: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Ja klar, mögen viele meinen, das ist doch selbstverständlich. Wir leben immerhin in einer freien, liberalen Gesellschaft, in der die Meinungsfreiheit, eine freie und plurale Presse, eine offene demokratische Diskussionskultur und Respekt vor der Meinung des anderen ein hohes Gut sind. Ausgeschlossen aus dem Meinungskorridor, also aus dem Bereich der zulässigen Meinungen, die man ohne irgendeinen Ärger zu kriegen, äußern darf, sind lediglich extremistische Positionen, die genau diese Grundwerte des Grundgesetzes in Frage stellen. Ja, soweit die schöne Theorie. Offenbar haben allerdings immer mehr Menschen Zweifel, ob diese Theorie mit unserer Realität noch allzu viel zu tun hat. Nach einer Umfrage von Allensbach zumindest hat sich der Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die das Gefühl haben, man könne in unserem Land frei seine Meinung äußern, in den letzten Jahren stetig verringert. Inzwischen sind es nur noch 45%, das heißt weniger als die Hälfte, die davon ausgehen, ja klar kann man öffentlich sagen, was man denkt. Und spiegelbildlich dazu gestiegen ist der Anteil derer, die finden, na, es sei doch besser, vorsichtig zu sein. Da man sicherlich. Schreiben Sie doch bitte selbst mal ganz offen rein und ich möchte hier keine Häme, Hetze oder Verhöhnungen derer haben, die eine Meinung hier frei äußern, denn es ist ganz wichtig, dass wir das in unserer Gemeinschaft weiterhin tun. Und schreiben Sie bitte jetzt mal rein, ob Sie persönlich der Meinung sind, dass man auf jedwede Art in diesem Land seine Meinung noch äußern kann, ohne Repressalien dafür zu bekommen. Ausschließen kann, dass knapp die Hälfte der Bevölkerung extremistische Positionen außerhalb des Verfassungsbogens vertritt, stellt sich die Frage, sind die Leute paranoid? Oder erleben wir seit einigen Jahren und ganz besonders in der Gegenwart tatsächlich eine Einschränkung des zulässigen Meinungskorridors, also eben das dessen, was man sagen kann und schreiben kann und äußern kann, ohne behelligt zu werden? Eine Einengung dieses zulässigen Meinungskorridors, wie sie mit einer liberalen, offenen Gesellschaft eigentlich unvereinbar sein sollte. Und ich meine, dass Letzteres der Fall ist. Also er engt sich immer mehr ein und ich finde das hochbedenklich. Und ich will mich deshalb in dieser Wochenschau einmal näher damit beschäftigen, mit diesem Thema. Natürlich ist Deutschland kein Land, wo man wegen seiner Meinung nachts abgeholt und ins Gefängnis geworfen wird, wie es in vielen anderen Ländern der Fall ist. Das darf man nie vergessen. Aber man kann inzwischen doch schon relativ leicht seinen Job verlieren, seine Karriere, seine Einkommensmöglichkeiten aufs Spiel setzen, wenn man Meinungen äußert, die gerade nicht besonders opportun sind. Man kann öffentlich, und zwar nicht nur in den notorisch wütenden Twitter-Blasen, sondern auch in den sogenannten Qualitätsmedien,
regelrecht hingerichtet werden durch persönliche Diffamierung, durch moralische Herabsetzung, die mit einer sachlich-argumentativen Kritik wirklich nichts mehr das Geringste zu tun hat. Man kann so um sein Ansehen gebracht und geächtet werden. Und ich denke, diese Tendenzen, natürlich erzeugen die einen Konformitätsdruck, der gleich bedeutet. Ich habe noch eine Frage an Sie. Auch hier bitte ganz offen und ehrlich antworten in der Kommentarsektion, in einem Satz. Haben Sie das Gefühl, dass Sie an Ihrem Arbeitsplatz noch ganz offen und frei Ihre Meinung äußern können, ohne dafür theoretisch diffamiert zu werden oder mit Konsequenzen rechnen zu müssen? Bedeutend ist mit dem Ende der grundgesetzlich verbrieften Meinungsfreiheit. Also wer Angst um seinen Job hat, natürlich überlegt er sich, was er noch sagen kann. Und mit einer liberalen Gesellschaft ist das auf jeden Fall unvereinbar. Und nur zwei Beispiele dafür, welche Art von Debatten ich da meine und welche Art von Debatten Unkultur und Stigmatisierung und Ausgrenzung ich damit meine. Erstes Beispiel. Die langjährige ARD-Korrespondentin in Moskau, Gabriele Kohne-Schmalz, hat bei der Volkshochschule in Reutlingen ein sehr informatives, faktenreiches und nach meiner Meinung ausgesprochen differenziertes Referat gehalten zu möglichen Wegen zum Frieden. Sie hat in dem Referat übrigens gefühlt viermal betont, dass ihre Analyse keine Rechtfertigung des russischen Angriffskrieges darstellt, sondern seine Hintergründe verständlich machen soll, auch um zu verstehen, wie man ihn beenden könnte. Das Referat hat offenkundig viele Menschen interessiert, denn es wurde im Netz hunderttausende Mal angesehen. Natürlich muss man die Sicht von Gabriele Kohne-Schmalz nicht teilen. Natürlich wäre es in einer liberalen Gesellschaft normal, dass jemand, der das anders sieht, einen Artikel publiziert oder auch einen Vortrag hält, in dem er sich mit ihren Thesen auseinandersetzt und seine Sicht begründet. Das wäre eine offene, demokratische Debatte. Aber was ist stattdessen geschehen? Die Volkshochschule Reutlingen ist unter massivste Kritik geraten und gescholten worden, dass sie diesen Vortrag der angeblichen Kreml-Propagandistin überhaupt zugelassen hat, dass sie die Frau eingeladen hat, dass sie ein Podium geboten hat. Klar, rückwirkend kann das niemand mehr ändern, aber der Effekt solcher Debatten, der ist doch trotzdem genau der, der damit bezweckt wird, nämlich andere Volkshochschulen und Veranstalter bekommen kalte Füße. Klar, viele Veranstalter erhalten öffentlich. Das Interessante dabei ist ja, dass genau von diesen Kreisen, von denen Diffamierung ausgeht, immer mit dem Argument gekommen wird, dass man faschistoides Gedankengut damit unterdrücken möchte. Während genau die Art der Vorgehensweise, wie man diffamiert, die 1:1 Textbuch-Vorgehensweise ist, wie Faschisten in der Zeit unserer Geschichte immer wieder vorgegangen sind und nach wie vor vorgehen. Es ist also der Warner selbst vor einer Gefahr, der diese Gefahr hervorruft. Öffentliche Gelder oder sind, wenn sie Vereine sind, auf den Erhalt ihrer Gemeinnützigkeit angewiesen. Da will man sich nicht gern in die Nesseln setzen. Aber völlig klar ist doch in diesem Fall, bei Frau Kohne-Schmalz geht es ganz sicher nicht darum, eine schlimme Extremistin, die sich außerhalb des Verfassungsbogens bewegt, an der öffentlichen Verbreitung gefährlicher Thesen zu hindern. Sondern hier geht es darum, die Vertreterin einer Sichtweise auf den Ukraine-Krieg, die nicht zum herrschenden Narrativ passt, zum Schweigen zu bringen. Klar, aber genau das ist das Gegenteil dessen, was Artikel 5 unseres Grundgesetzes vorsieht. Und das ist nur ein Beispiel. Nehmen wir ein anderes. Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero, die an der Uni Bonn eine Professur begleitet, hat gemeinsam mit dem Publizisten Hauke Rietz ein Buch geschrieben. Endspiel Europa, warum das politische Projekt Europa gescheitert ist und wie wir wieder davon träumen können. Es ist nach meiner Auffassung ein hochinteressantes Buch mit sehr, sehr vielen spannenden Details, wiederum auch zur Vorgeschichte des Ukraine-Krieges. Und ich würde jedem, der sich dafür interessiert, dieses Buch zur Lektüre empfehlen. Und das sage ich ausdrücklich, obwohl ich nicht alle Thesen in diesem Buch teile. Naja, muss man nicht so sehen. Offenbar sehen es eine ganze Reihe von Leuten in unserem Land anders. Die haben grundsätzliche Probleme mit diesem Buch. Ist ja auch ihr gutes Recht. Zum einen ist niemand gezwungen, es zu lesen. Zum anderen kann man sich natürlich auch damit inhaltlich auseinandersetzen.
Aber nicht das geschieht, sondern seit Veröffentlichung des Buches tobt ein Shitstorm gegen Frau Gero, der sich vor allem um die Frage dreht, wie jemand, der solche Bücher schreibt, noch Professorin einer ordentlichen deutschen Universität sein kann. Ich finde das wirklich empörend, mit welcher Selbstverständlichkeit hier wirklich die Repression rausgeholt wird und gefordert wird. Ein Sozialhistoriker, seinerseits Universitätsprofessor, wahrscheinlich sind seine Bücher nicht so viel gekauft worden, aber jedenfalls teilt er öffentlich mit, Leute wie Frau Gero, die könne man doch nicht mehr auf Studierende loslassen. Nicht mehr auf Studierende loslassen, weil jemand... Er hat aus seiner Sichtweise damit absolut recht. Universitäten sind Instrumente, um gewollte, gewünschte und gelenkte Informationen in die Hirne der Studierenden zu bekommen. Wenn nun da jemand da ist, der gegen den Meinungskorridor eine andere Ansicht verbreitet und damit die Hirne der Studierenden anders beeinflusst als staatlich gewünscht, dann muss diese Person entfernt werden. So wie dies wahrscheinlich in jedem totalitären Regime weltweit gehandhabt werden würde. Personen, die gegen den gewünschten Meinungskorridor unterrichten, im Falle einer Professorin, müssen aus dem System entfernt werden. So erkennen Sie alle jetzt gerade wieder, was hier eigentlich abläuft und wo wir uns befinden. Ein Buch geschrieben hat, das diskussionswürdig ist und dessen Meinung sicherlich von dem einen oder anderen nicht geteilt wird. Und andere blasen in das gleiche Horn. Die Botschaft ist eindeutig. Wer in einer Uni noch etwas werden will, der sollte sich gut überlegen, was er öffentlich so sagt. Kollidiert das nämlich allzu offensichtlich mit den gerade herrschenden Meinungen oder dem herrschenden Narrativ, also dem, was die Regierung denkt, so kann man es ja übersetzen. In diesem Falle eben dem Narrativ, dass die Ukraine immer Recht und Russland zwangsläufig immer Unrecht hat. Naja, kollidiert das damit, könnte es eng werden mit der beruflichen Laufbahn. Und es ist doch klar, dass solche Botschaften vor allem bei denen sehr aufmerksam gehört werden, die, und das ist ja das Gros der Uni-Beschäftigten heutzutage, sich von einem befristeten Vertrag zum anderen hangeln und die jede Uni ganz, ganz leicht loswerden kann. Der Druck gegen Frau Gero und die Uni Bonn, der ist immerhin... Machen Sie sich darüber mal ganz kurz Gedanken. Sie haben also jemand mit einem Lehrauftrag, alleine dieses Wort beschreibt ja schon viel, es ist ein Lehrauftrag. Er soll seinen Auftrag erfüllen und das macht er in einer befristeten Stelle. Wenn diese Person also nicht wie ein Soldat seine Pflicht macht und diesen Auftrag so erfüllt, wie er soll, die Informationen, die gewünscht sind, an die Studierenden weiterzugeben, dann kann diese befristete Stelle ganz schnell terminiert werden und die Person steht auf der Straße. Jetzt machen Sie sich bitte Gedanken, wie hier noch Meinungsfreiheit gelten soll. So groß geworden, dass sich am Ende offensichtlich sogar die Unileitung selbst zu einem Statement genötigt fühlte. Damit teuert die Universität ihre Solidarität mit der Ukraine. Sie betont die grundrechtlich verbriefte Meinungsfreiheit, die allerdings durch einen bemerkenswerten Passus eingeschränkt wird. Zur Verantwortung von Wissenschaftlern gehört es nämlich nach Ansicht der Uni Bonn, ich zitiere das, spekulative, nicht wissenschaftlich belegbare Behauptungen zu unterlassen. Zuwiderhandlungen werden geprüft und gegebenenfalls sanktioniert. Das finde ich schon interessant. Wissenschaftler dürfen also nur noch Dinge sagen öffentlich, die wissenschaftlich belegbar sind. Na, auf den ersten Blick klingt das ja gut, aber die Frage ist, wie kommt eigentlich ein Wissenschaftler zu neuen belegbaren Erkenntnissen, wenn er nicht zuvor erst einmal einen Weg verfolgt, der von Annahmen und, wenn man so will, von Spekulation gepflastert ist, klar. Und gibt es wirklich zu vielen Fragen so eindeutige wissenschaftlich belegbare Wahrheiten, wie das hier suggeriert wird? Wieso gibt es dann überhaupt noch wissenschaftlichen Streit, der ja auch sehr sinnvoll und unerlässlich ist? Aber offensichtlich gibt es Streit in der Wissenschaft, weil die Sichten darüber, was wissenschaftlich belegbar ist, doch sehr weit auseinandergehen. Klar gibt es auch offenkundigen Nonsens, ja. Wenn heute noch ein vermeintlicher Wissenschaftler erzählen würde, dass die Sonne sich um die Erde dreht, ja, dann würde er mit Fug und Recht vom Acker gejagt.
Aber in vielen Fragen ist es eben alles andere als klar, was Wahrheit und was Fake Fact ist. Erinnern wir uns, im Juni diesen Jahres hat eine von der Bundesregierung eingesetzte Sachverständigenkommission quasi amtlich festgestellt, dass es für die meisten Corona-Maßnahmen nie eine seriöse wissenschaftliche Grundlage und Rechtfertigung gab. Ja, was heißt das? Das heißt, dass Wissenschaftler, die für die gravierenden Freiheitseinschränkungen von Schulschließungen über die Verriegelung von Cafés, Theatern, Geschäften bis hin zu Ausgangssperren und natürlich auch für die ganzen 2G-Maßnahmen geworben haben, die hätten sich alle nach dem Maßstab der Uni Bonn eines Fehlverhaltens schuldig gemacht und müssten eigentlich sanktioniert werden, denn sie haben offenkundig nicht wissenschaftlich belegbare Behauptungen vertreten. Das heißt, sie haben für Maßnahmen geworben, für die es keine wissenschaftlichen Belege gab, so das Sachverständigengremium. Na, ich denke, allein dieses Beispiel zeigt, wie absurd diese Forderung ist. Das Problem der Corona-Zeit war nämlich nicht, dass es auch Wissenschaftler gab, die in Lockdown und Impfung das Allheilmittel gesehen haben. Das Problem war, dass all diejenigen, die eine andere Meinung hatten, damals ähnlich öffentlich angegriffen, diffamiert und unter Druck gesetzt wurden, wie heute diejenigen, die das herrschende Narrativ nicht teilen, der Ukraine-Krieg sei vom Himmel gefallen und ließe sich nur durch immer mehr Waffenlieferungen und einen militärischen Sieg der Ukraine beenden. Das ist doch das Problem. Das Problem war die Einschränkung der Meinungsfreiheit und die Diffamierung aller Andersdenkenden als Schwurbler, als Wissenschaftsfeinde oder vielleicht sogar als Rechtsextremisten. Und es ist doch kein Zufall, dass sich im Kontext all dessen auch der öffentliche Ton im Umgang mit abweichenden Meinungen in den letzten Jahren gravierend verändert hat. Das betrifft ja nicht nur Frau Gero und das betrifft nicht nur Frau Krone-Schmalz. Man denke nur an die Kübel an Dreck, Diffamierung und Häme, die im Frühjahr über den Unterzeichnen des von Alice Schwarzer initiierten offenen Briefes ausgekippt wurden, der für Friedensverhandlungen und diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Sterbens in der Ukraine geworben hat. Eine Position, die mittlerweile von der Mehrheit der Bundesbürger geteilt wird. Zitat: Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich ernsthaft von der Gefahr eines neuen Weltkriegs überzeugt. Damals noch, wie schon Frau Wagenknecht hier sagt, kübelweise mit Häme überschüttet worden. Und jetzt können Sie es in jeder Zeitung 10-mal täglich lesen. Nicht nur Weltkrieg, sondern Nuklearkrieg. Joe Biden spricht darüber, Putin spricht darüber, Zelensky spricht darüber. Es wird so offen darüber gesprochen, dass es einfach eine tägliche Nachrichtenmeldung ist, wie sie sich gegenseitig überbordern mit ihren Atomdrohungen, Drohungen eines Dritten Weltkrieges. Das ist doch schon immer so gewesen. Denken wir an das Buch von Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, für das er angegriffen wurde ohne Ende. Nun, stellen Sie sich mal die Frage, in welchem Zustand wir jetzt gerade sind in unserem Land. Aber im öffentlichen Diskurs waren das wahlweise Lumpen oder Unterwerfungspazifisten, pseudo-intellektuelle Loser oder natürlich Kreml-Propagandisten. Und neuerdings kam sogar noch der Vorwurf der Second-Hand-Kriegsverbrecher dazu. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie hier diffamiert wird. Natürlich kann man sagen, ja, solche Vorwürfe wurden von Einzelpersonen vorgebracht. Ich komme aus dem Krieg und bin am Ende meines Lebens wieder im Krieg gelandet. Dieser Wolf Biermann nennt Leute, die sich pazifistisch äußern, also gegen einen Krieg. Zitat: Die falschen Pazifisten halte ich für Secondhand-Kriegsverbrecher, sagt Wolf Biermann über die Prominenten, die einen schnellen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine gefordert hatten. Jo. Die damit vielleicht noch mehr über ihr eigenes Niveau offenbart haben, als irgendetwas über den auszusagen, den sie da diffamieren. Aber das alles und noch viel mehr wurde ja nicht nur in den sozialen Medien verbreitet. Das wurde auch in der sogenannten Qualitätspresse mit offenkundiger Begeisterung aufgegriffen und zu zig Titelzeilen und Artikel verarbeitet, in denen die attackierten Personen moralisch in den Schmutz gezogen und regelrecht hingerichtet wurden. Schon die Corona-Zeit hat gezeigt, wie fragil die Grundfesten unserer liberalen Gesellschaft sind und wie leicht sie brechen können.
Man erinnere sich nur an die Ungeimpften. Es ist gerade mal ein Jahr her. Die Ungeimpften, die wurden damals zur Zielscheibe einer für die jüngeren Geschichte wirklich beispiellosen öffentlichen Diffamierungskampagne. Prominente haben damals erklärt, dass sie nicht mit Ungeimpften in einem Büro arbeiten oder am Filmset mit ihnen drehen würden. Andere gaben zum Besten, Ungeimpfte zu Weihnachten nicht mehr in ihre Wohnung zu lassen. In einem Land, das es bis heute nicht schafft, allen Kindern systematisch Zugang zu den traditionellen, jahrzehntelang erprobten Impfungen gegen Masern, Polio, Diphtherie und Mumps zu geben, in einem solchen Land wurden unbescholtene Bürger wegen einer fehlenden Injektion öffentlich als Bekloppte und Tyrannen, als asoziale Trittbrettfahrer und sogar als gefährliche Sozialschädlinge verleugnen. Sie wurden mit 2G, wie hochinfektiöse Aussätzige im Mittelalter, aus dem gesamten öffentlichen Leben verbannt, obwohl es dafür schon wegen des fehlenden Fremdschutzes der Impfung überhaupt keine Begründung gab. Und dann äußert sich der Pharmakonzern Pfizer in der Geschäftsführung bei einer Befragung vor circa 3 Wochen öffentlich dazu und sagt, man hat gegen Ansteckung den Impfstoff nie getestet. Machen Sie sich darüber mal Gedanken. Und seit Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht müssen ganze Berufsgruppen sogar um den Verlust ihres Arbeitsplatzes bangen. Und diese Regel gilt bis heute. Bis heute gibt es das Damoklesschwert. Wer nicht geimpft ist, kann in bestimmten Bereichen jederzeit entlassen werden. Und ich finde auch der Hass, der den Ungeimpften im letzten Herbst und Winter an vielen Stellen entgegenschlug, der hat vor allem eines gezeigt, und das sollte uns zu denken geben, wie leicht sich in einer von Angst und Verunsicherung geprägten Gesellschaft, und das haben wir natürlich heute erst recht, wie leicht sich in ihr der kollektive Wahn entfachen lässt, eine spezifische Minderheit trage die Verantwortung für alles Unheil. Und wie ungehemmt, auch das haben die Wochen damals gezeigt, wie ungehemmt sich ein solcher Wahn selbst in unseren modernen, vermeintlich aufgeklärten Zeiten entladen kann. Wer dachte, so etwas sei heute nicht mehr möglich, wurde eines Besseren belehrt. Und wer glaubte... Auch hier denken wir an die Zeiten 33 bis 38, Zeiten des Faschismus in Deutschland. Dort wurde exakt das gemacht und es wurde immer wieder, gerade von den Gruppen, die nie wieder schreien, nie wieder sieht diese Situation wie früher, nie wieder diese Ausgrenzung, genau von diesen Leuten ging und geht die Ausgrenzung bis heute weiter. Derartige Rückfälle ins Mittelalter könnten allenfalls von rechts außen kommen. Auch der musste sich korrigieren. Klar, es brannten keine Scheiterhaufen. Und trotzdem hätte eine solche Kampagne gegen eine Minderheit, die nichts getan hatte, als von ihrem Recht auf körperliche Selbstbestimmung Gebrauch zu machen, in einer liberalen Gesellschaft niemals möglich sein dürfen. Und dass alle in unserem Verfassungsgefüge eingebauten Schutzmechanismen versagt haben, das muss zu denken geben. Denn es bedeutet, dass sich das Geschehene wiederholen kann. Heute sind es die Kriegsgegner, die für eine diplomatische Beendigung des Ukraine-Krieges werben und immer mehr Waffenlieferungen ablehnen und die deshalb wegen angeblicher pro-russischer Umtriebe am öffentlichen Pranger stehen. Und genau da stehen mittlerweile auch nahezu alle Anführer sozialer Proteste, die als rechte Populisten gelten, sobald sich auf irgendeinem Platz auch nur ein Rechter einfindet. Auch das ist neu. Ich meine, ich erinnere daran, viele von euch haben das vielleicht nicht mehr erlebt, aber es gab mal eine riesige Friedensbewegung in der alten Bundesrepublik mit Hunderttausenden im Bonner Hofgarten. Ja, meint ihr, irgendeiner hätte nachgeguckt, ob da vielleicht auch ein Nazi drunter war und wenn da einer drunter war, gesagt, das ganze Ding ist rechts? Es ist eine ganz neue Lesart, dass jeder, der eine Demo anmeldet, verantwortlich dafür ist, dass da auch ja kein einziger auf dem Platze steht, der irgendwie eine falsche Gesinnung hat. Und wenn da einer kommt, dann ist er mitverantwortlich. Natürlich schränkt man damit die Demonstrations- und Versammlungsfreiheit ein. Das ist doch völlig klar. Man traut sich ja kaum, zu sowas aufzurufen. Je kleiner die Demo, ja klar, desto überschaubarer. Aber wenn es wirklich mal wieder, was ja dringend notwendig wäre, große Friedensdemonstrationen geben sollte, niemand kann dafür garantieren, wer da alles kommt und wer da alles steht. Und man will doch dadurch genau das schaffen. Je kleiner die Demo,
desto weniger Energie, weniger Kraft kann sie verursachen. Und je verängstigter die Veranstalter dieser Demos, dass möglicherweise einer darunter ist, der vielleicht auch eine Glatze auf dem Kopf hat oder ganz, ganz furchtbar eine deutsche Fahne schwenken würde. Oh, welch Schande. Genau solche Unsicherheit führt dazu, damit sich Menschen untereinander nicht zusammenfinden können und keine eigene Stimme einen gegen das, was sie unterdrückt. Eine sehr, sehr effektive Vorgehensweise. Interessant ist übrigens auch, und das finde ich auch bemerkenswert, dass diese rohe Diffamierungssprache, sei es bei Corona oder sei es heute, ich habe ja genug Beispiele genannt, just von denen mit großer Begeisterung zelebriert und verbreitet wird, die sich ansonsten vor lauter Sensibilität in Sprachfragen gar nicht einkriegen können. Also wer Mitarbeiter statt Mitarbeitende zu sagen wagt, der macht sich natürlich völlig, der setzt sich völlig ins Aus, das geht ja gar nicht. Und wer das obligatorische Stottern beim Sternchen vergisst, der hat sich allein dadurch schon als transphob geoutet. Aber Kriegsgegner mit den unflätigsten Beschimpfungen zu überziehen, das scheint mit den Regeln sensiblen Sprachgebrauchs seltsamerweise ebenso wenig zu kollidieren, wie einem Autor den deutschen Buchpreis zu verleihen, der die Russen als Horde, als Verbrecher, als Tiere, als Unrat und Barbaren diffamiert und ihnen den Fluch hinterher schickt, brennt in der Hölle, ihr Schweine. Und Hintergrund dieser Entwicklung ist, dass ich just bei denen, die sich in der Tradition des Anti-Autoritarismus wähnen, mittlerweile wirklich eine beängstigende Hinwendung zum Autoritären feststellen lässt. Eine, die auch zunehmend Gefallen an staatlichen Repressionsinstrumenten findet. Ganz vorne, und das ist kein Zufall, in ihrem Koalitionsvertrag bekennt sich die Ampel zu dem Ziel, Verfassungsfeinde aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen. So hat das noch keine Koalition in ihrem Koalitionsvertrag gehabt. Zuweilen wurde auch schon nach einem neuen radikalen Erlass gerufen. Und es gibt bereits mehrere Bundesländer, in denen sich die Richter... Man spürt, wie stark die Regierung immer mehr in die Defensive auch gerät. Denn diese ganzen Mittel der Unterdrückung, wie sie in einem autoritären Regime gang und gäbe sind, werden ja gerade deshalb angewandt, weil man Furcht davor hat, dass sich ein im Denken des Regimes ein neuer Feind, ein neuer ideologischer Gegner etablieren könnte, weil man bemerkt, was hier losläuft oder was hier am Laufen ist. Und um dies zu unterbinden, versucht man alles sofort mit Strafen zu belegen, um eben eine andere Meinung zu unterdrücken. Und sogar Referendare einer Regelüberprüfung beim Verfassungsschutz unterziehen müssen. Natürlich finde ich es auch unerträglich, wenn Neonazis Recht sprechen. Und ich finde auch nicht, dass man hinnehmen darf, dass Kinder in der Schule von Reichsbürgern unterrichtet werden. Aber das lässt sich auch im Rahmen der geltenden Gesetze verhindern. Denn Volksverhetzung oder der Aufruf zur Gewalt stehen in unserem Land unter Strafe. Und was strafrechtlich relevantes Fehlverhalten ist, ja, so einer, der kann dann auch seines Amtes enthoben werden. Aber wer ist ein Verfassungsfeind? Für diesen Begriff gibt es überhaupt keine validen, überprüfbaren Kriterien. Und wenn man sagt, alle Verfassungsfeinde müssen raus aus dem öffentlichen Dienst, ja, wer bestimmt denn das? Die Faktenchecker? Oder der notorisch intransparente Verfassungsschutz? Ja, das öffnet doch Willkür, Überwachung und Einschüchterung Tür und Tor. Ganz neu ist das übrigens nicht. Das hat sich nur in den letzten Jahren extrem verschärft. Und es war vielleicht früher in unserem Land nicht so sehr, in den USA allerdings schon. Schon im Sommer 2020, also vor 2 Jahren, haben sich nämlich deshalb 153 international bekannte, renommierte Intellektuelle aus verschiedenen Ländern, unter ihnen Noam Chomsky, Mark Lilla, John K. Rowling und Salman Rushdie, in einem öffentlichen Brandbrief gegen diese Intoleranz und Illiberalität von der linksgrünen Seite gewandt. Und ihre Anklage lautete damals, ich zitiere, der freie Austausch von Informationen und Ideen wird von Tag zu Tag mehr eingeengt. Während wir dies von der radikalen Rechten nicht anders erwarten, breitet sich auch in unserer Kultur, also im linksliberalen Spektrum, zunehmend eine Atmosphäre der Zensur aus. Atmosphäre der Zensur.
Mit Sorge sehen sie, weiter Zitat, Intoleranz gegenüber Andersdenkenden, öffentliche Anprangerung oder Ausgrenzung sowie die Tendenz, komplexe politische Fragen in moralische Gewissheiten zu überführen. Und sie weisen in ihrem Brandbrief auch auf die Folgen hin. Wir zahlen dafür einen hohen Preis, indem Schriftsteller, Künstler und Journalisten nichts mehr riskieren, weil sie um ihren Lebensunterhalt fürchten müssen, sobald sie vom Konsens abweichen und nicht mit den Wölfen heulen. Ja, und in den letzten 2 Jahren hat sich diese Entwicklung massiv verstärkt. Aber mit einer liberalen Gesellschaft, mit Meinungsfreiheit, mit einer offenen Diskussionskultur hat das ganz sicher nichts mehr zu tun, wenn man um seine Perspektive fürchten muss, sofern man nicht mit den Wölfen heult. Und ich finde deswegen, wir müssen dringend gegen diese Entwicklung etwas tun. Soweit für heute. Ja, ich bin gespannt. Schreibt mir wieder in den Kommentaren, wie ihr das seht. Findet ihr die Cancel Culture gerechtfertigt? Ist das wirklich nur Kampf gegen Rechts, wie die selbsterklärte Legende ist? Oder ist das nicht in Wahrheit eine massive Einschränkung des zulässigen Meinungsspektrums und ein massiver Druck, der die Liberalität unserer Gesellschaft untergräbt? Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen. Bis zum nächsten Mal. Ich denke, erst einmal vielen Dank an Sarah Wagenknecht für diese Äußerungen. Egal, wie man zu dieser Frau steht, die gehört auch nicht zu einer Partei, die ich jemals gewählt habe. Das ist mir in diesem Fall völlig scheißegal, denn es geht darum, was die Inhalte ihrer Aussagen sind. Und mit denen hat sie absolut recht. Wir bewegen uns hier auf ganz, ganz dunkle Zeiten zu. Und es sind immer die, die uns vor den anderen warnen, die Demokratiefeinde sind, welche am Ende selbst die Demokratie abschaffen. Wenn Sie etwas zurückgeben wollen, teilen Sie dieses Video. Lassen Sie einen Daumen nach oben da, gerne einen Kommentar, sodass möglichst viele Menschen diese Aussagen auch noch hören können. Danke sehr.